Jan, jetzt hat es endlich mit Rot geklappt. Das letzte Mal musstest du eben verletzungskrankheitsbedingt absagen. Was ging dir durch den Kopf, als du hier reingefahren bist, nach Rot, das Ortsschild gesehen hast? Ja, ich glaube, erstmal war es eine riesige Vorfreude, dass ich es jetzt endlich hier hingeschafft habe. Ich war schon mal hier mit meinem Vater vor, wie lange ist es jetzt schon her? 15 Jahren, glaube ich. Und die Fernsehbilder, die kennt man ja und die Stimmung. Und deswegen, ja, ich war sehr aufgeregt, habe mich gefreut, aber auch irgendwie fühlt man sich hier direkt wohl wie zu Hause. Man wird hier so cool aufgenommen und deswegen ist es irgendwie umso schöner. Wie lief deine finale Vorbereitung? Du warst ja, glaube ich, zuletzt auf Mallorca am Start und hast dich dann wahrscheinlich ziemlich spezifisch auf das Rennen hier vorbereitet. Irgendwelche besonderen Dinge passiert da noch in den letzten Wochen? Ich glaube, meine gesamte Vorbereitung in diesem Jahr hat so ein bisschen auf das Rennen hier abgezielt. Und die Rennen, die wir dann in der Vorbereitung gemacht haben, waren quasi auch für dieses Rennen. Und deswegen haben wir gar keine großen Änderungen mehr vorgenommen. Jetzt in den letzten Wochen haben wir einfach versucht, verletzungsfrei und gesund durchzukommen. Keine Hero-Sessions gemacht, einfach nur sauber durchtrainiert. Ich habe noch ein, zwei lange Läufe eingebaut. Aber ansonsten, einfach so wie immer trainiert. Man sagt ja so schön, Consistency is key, getreu nach dem Motto. Bin ich sehr gut durchgekommen, bin fit, gesund und freue mich aufs Rennen dann. Du warst, glaube ich, auch nochmal im Windkanal, hast etwas ausprobiert. Was ist das spezielle Rot-Setup am Sonntag? Das ist noch geheim. Nee, wir haben ganz viele Sachen getestet. Ich habe ja noch nicht so viele Langdistanzen gemacht, gerade was die Mehrverpflegung auf dem Rad angeht, wo man die unterbringt, ob das langsamer oder schneller ist, wie die Position generell im Windkanal sich verhält, war ich vorher noch nie. Und habe dann mit dem Jonas in Bad Wörishofen da nochmal an den Details gefeilt und viele Erkenntnisse gewonnen. Aber wir haben jetzt keine großartigen Änderungen mehr in der Position vorgenommen. Letztes Jahr im Herbst hattest du in Portugal deine Langdistanz-Premiere. War lange Zeit ein richtig geiles Rennen von dir, dann aber am Schluss eben im Laufen Probleme bekommen. Wie hast du dich so auf diese letzte Stunde hier im Marathon vorbereitet? Ja, wie gesagt, ich habe ein, zwei längere Läufe gemacht, aber ich bin auch eigentlich im Lauftraining diesmal recht gut durchgekommen und konsistent. Hatte keine großen Ausfälle wie im letzten Jahr, da bin ich echt eine lange Zeit nicht gelaufen. Und ich glaube, das bringt mir schon mal sehr viel. Und in Portugal gab es auch noch andere, sag ich mal, gesundheitliche Probleme mit dem Magen vor dem Rennen, die so ein bisschen dazu geführt haben, dass es schlechter wurde. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das hier über die hoffentlich nur 7,5 Stunden Rennendauer ins Ziel bringen kann. Es kann eher etwas kühl werden, also es gibt zumindest keinen Hochsommertag. Spielt das ein bisschen in die Karten? Ich würde sagen, als deutscher Athleten, der auch in Deutschland trainiert, würde ich natürlich sagen, dass man es in die Karten spielt. Ich bin das Wetter gewohnt, ich kann auch Regen. Ich habe schon sehr gute Rennen bei Regen gemacht und ich habe mich auch auf ein Hitzerennen vorbereitet. Ich war dreimal die Woche in der Sauna. Aber ich nehme es, wie es kommt und ich glaube, deutsches Wetter kann ich und deswegen freue ich mich auf Sonntag, komme was wolle. Wir machen ja wieder hier für einen Veranstalter den Live-Ticker, Tri2B-Live-Ticker. Was würdest du gern in unserem Finishline-Post über dich lesen? Oh, das wäre eine gute Frage. Wenn ich aufs Podium komme, das wird mir, glaube ich, die Welt bedeuten. Und ich glaube, ich kann das. Dafür muss ich halt ein gutes Rennen von vorne bis hinten bringen. Es ist ein super starkes Feld mit den derzeit besten Triathleten auf der Langdistanz, die wir zu bieten haben. Und wenn ich in allen Disziplinen das abrufen kann, was ich kann, glaube ich, habe ich gute Chancen, vorne reinzulaufen. Wir wünschen dir für Sonntag viel Erfolg und vielen Dank fürs Interview, Jan. Danke euch.